reden. Hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ach, verdammt. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Können wir wirklich nicht. Hallo? Hallo? Gibt's da keine Möglichkeit? Hallo? Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Tja. Na komm. Wir brauchen irgendwas, womit wir den Kollegen ablenken können. Eine Lampe. Mit der Lampe haben wir noch nichts. Noch nicht alles. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Mhm. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Bah. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Aha. Das ist kein Blaulicht. Noch nicht. Du kannst es aber blau anmalen. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein. Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt das wäre genial. Oh, eine Menge Leute. Sie sind nur eben alle so blass. Gut. Ich werde mir eine eigene Lampe basteln. Die Schere habe ich schon. Jetzt fehlen mir nur noch Papier, Klebe und Licht. Klebeband, meinst du? Auch bei Licht betrachtet steht da nur der Stinktrink drauf. Tja, Poloschläger. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Klingt großartig. Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Finde ich großartig. Er ist so süß, wenn er wütend ist. Gut. Können wir... Soll ich dir was zu trinken holen? Droggelbecher. Dann nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Also wir brauchen Kaffee für den Bienenmann. Weil der Bienenmann wird es dann, der wird uns dann Ohrenschmalz produzieren und das Ohrenschmalz können wir, glaube ich, soweit ich weiß, dem hier, nicht dem Adoman, sondern dem Professor Nock geben. Dann gibt der uns sein Kletterbügel und dann können wir den Adoman überreden. Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Dazu brauchen wir erstmal eine Münze. Und dafür die Münze brauchen wir den Telefonhörer. Soweit weiß ich das jetzt. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Ja, wir brauchen seinen Außerdem Kleiderbügel. Habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Seine Kleiderbügel brauchen wir. Haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Okay, das kommt mir auch bekannt vor. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Mhm. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Gut, den Kleiderbügel kriegen wir nicht so schnell her. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Wir müssen ihm einen Ersatz anbieten. Irgendwas, womit er mehr anfangen kann. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen ratlos. Los hier, zur Tür. Na komm. Wir müssten halt was haben, womit wir den Juppie ablenken können. Nein, das könnte er missverstehen. Ja, schön. Okay, das haben wir doch schon gemacht. Nehmen. Nein, das könnte er missverstehen. Tja.
Er telefoniert. Tja, Schluss. Da fehlt ein Schlüssel. Tja, wir haben keinen Schlüssel. Bei dir bringt's auch nichts. Tja, hier können wir auch nichts einsammeln. Nichts, was wir mitnehmen könnten. Tja. Ja, dann gehen mir langsam die Optionen aus. Regal. Oh, okay, hier haben wir noch was hingekritzelt. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte... Schnell ver... Verhunzen. Okay, was können wir denn hier alles nehmen? Bienenmann. Wachsstifte können wir nicht nehmen, Papier. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigung. Okay. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Beides. Nehmen. Das Regal. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Tja, jetzt bräuchten wir eigentlich einen guten Chat, der Bescheid wüsste. Der Waiter wüsste. Tja. Der Biermann, der Barmann, der kennt uns auch nix. Vielleicht können wir hier eine Energie. Edna, du hast mindestens 12 Items im Inventar, die mehr nach einem Charakter aus Star Trek klingen. Wen denn wohl? Lieutenant Commander Poloschläger? Kadett Stuhlbein? Können Sie den Befehl bitte wiederholen, Sir? Energie, Mr. Cocktailkarte. Bringen Sie uns hier raus. Aye, Sir. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Können wir dem... Brauchst du einen leeren Becher? Das ist keiner von meinen. Der dort ist aus Plastik. Und er stinkt auch nicht nach Verwesung. Tja, ich hätte gern... In diesem Bild bestellt sich Captain und... Ja. Ich hätte gern was Barmann, zu trinken. Einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits... Sag mir... Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige! Edna? Putz, Schnuddi, Schnutz! Puh, ich dachte schon. Okay. Da können wir nur... Monodos trinken. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Tja, da kannst du bestimmt nichts mitnehmen von... Hey, fast das ja. Ja, ist gut. Davon trinke ich lieber nicht. Ich fahre... Tja. Blick da gerade nicht richtig durch. Auf Toilette. Überraschung! Huch! Tja, vielleicht können wir hier ein bisschen was von Fingerfood mitnehmen. Da sind noch genug Becher. Warum können wir die eigentlich nicht aufheben? Psst. Ja. Becher voll Chips. Die Chips sind zwar fettig, aber zum Trinken sind sie dann doch zu trocken. Tja.
Okay. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Tja. Wo kriegen wir eine Komplettlösung her? Komme ich auch erstmal nicht weiter. Sitzecke. Wer rastet der Roastbeef? Gut. Das Licht anschalten können wir nicht. Braucht man gar nicht erst zu probieren. Jutanz. Vielleicht der mal so, wieder. So, du bist wie ich. Bist du bei... Ja, ich glaube, hier kann uns auch nichts helfen. Mal auf deine Gabe zurückzukommen. Was wirfst du als nächstes? Oh. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich? Nein, danke. Okay, hier können wir auch nichts mitnehmen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Tja. Hier was aus dem Regal nehmen? Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Damit können wir nicht agieren. Nimm einen Druckerbecher. Dazu bin ich zu schüchtern. Sehr schade. Benutze Sofa. Ich kann später noch ausruhen. Tja, warum nicht jetzt? Tja. Da fehlt was anderes. Ja, da fehlt ein Telefonhörer. In diesem Bild schickt Captain... Da fehlt was anderes. Ja, gut. I have no idea. Ich glaube, am ehesten können wir noch mal mit dem Bienenmann reden. Der braucht den Kaffee. Ich habe keinen Plan, wie wir dem einen Kaffee bringen sollen. Aber ja. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Tja. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Eisgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ja. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu.